Zumindest hat es der Kanzler ja nicht so weit und kommt an bei seiner Sommerreise in Brandenburg zum Beispiel. Außenministerin. Wobei, noch ist er nicht da, Markus. Wer weiß, wie es mit dem Staus so läuft. Ja, letzte Generation, wer weiß es. Außenministerin Annalena Baerbock, die aber ist tatsächlich heute Morgen in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestrandet. Der Grund, wieder mal eine Flugzeugpanne. Zum Auftanken nämlich war ihr Flugzeug in Abu Dhabi zwischengelandet. Doch dann musste die grünen Politikerin, hier Archivbilder, ihren Flug vorerst abbrechen. Ja, sie war unterwegs zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi. Um sicher wieder in Abu Dhabi landen zu können, mussten zunächst 80 Tonnen Kerosin abgelassen werden. Der Flugkapitän hatte über Probleme beim Einfahren der Landeklappen informiert. Erst Mitte Mai war Baerbock wegen eines Reifenschadens an ihrem Regierungs-Airbus in Doha im Wüstenemirat Katar gestrandet. Ist auch schon fast so ein Running Gag, dass unsere Politiker dann öfter mal irgendwo zu spät kommen. Wir schauen rund auf den Ukraine-Krieg und Russland rüstet da weiter auf. Seine neuen Atom-U-Boote sollen mit Hyperschallraketen des Typs Zircon ausgestattet werden. Das bestätigte nun der größte russische Schiffbauer. Die Zircon habe eine Reichweite von 900 Kilometern und könne sich mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fortbewegen. Ja, und unterdessen gab es auch in der Nacht in weiten Teilen der Ukraine wieder Luftalarm. Unter anderem griff Russland die Region Odessa am Schwarzen Meer mit Raketen und Kamikaze-Drohnen an. Mehrere Explosionen waren zu hören, die Luftabwehr wurde aktiviert. Früh morgens am Bahnhof in Kiew. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Krieges reist der deutsche Bundesfinanzminister in die Ukraine. Lindner spricht heute unter anderem mit Präsident Selenskyj. In meinen Gesprächen heute werde ich auch ein weiteres Mal unterstreichen, wie ich und natürlich die Kolleginnen und Kollegen und der Bundeskanzler das bei anderen Gelegenheiten ebenfalls getan haben, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, Schulter an Schulter. Dieses Land begleiten auf diesem Weg. Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Wie Deutschland konkret die Ukraine weiter unterstützen wird, das wollte Lindner noch nicht mitteilen. Auch zu einer möglichen Lieferung von Taurus-Waffen wollte er sich erstmal nicht äußern. Warten Sie da mal die Pressekonferenz später ab, okay? Unterdessen wurde die Ukraine in der Region Cherson am Abend wieder in Beschuss genommen. 7 Zivilisten sollen bei den Angriffen getötet worden sein, darunter ein Baby, mindestens 15 weitere wurden verletzt. Präsident Selenskyj kündigt in seiner täglichen Ansprache Vergeltung an. Jeder vernichtete Besatzer, alle verbrannten russischen Fahrzeuge, Feuer in ihren Hauptquartieren und Lagerhäusern, all das beweist, dass wir kein Verbrechen Russlands unbeantwortet lassen werden. Seit mehr als 17 Monaten kommt auch die Region Odessa nicht zur Ruhe. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe ist die Region am Schwarzen Meer mit Raketen und Kamikaze-Drohnen angegriffen worden. 3 Menschen sollen durch die Einschläge verletzt worden sein. Außerdem gab es Warnschüsse auf einen Frachter in Izmail. Ein ukrainischer Berater schreibt auf der Plattform X: Das ist eine klare Verletzung des Seerechts. Die Ukraine wird Schlussfolgerungen daraus ziehen und die bestmögliche Reaktion wählen. Besonders schwer ist die Lage in der ukrainischen Stadt Sumy. Alleine dort wurden innerhalb eines Tages 144 Explosionen gemeldet. Mindestens 21 Mal sollen russische Truppen die Grenzstadt mit Mörsern und Artillerie beschossen haben. Aber auch Russland wird vermehrt angegriffen. In Belgorod sollen 2 ukrainische Drohnen abgeschossen worden sein. Häuser und Autos wurden zerstört. Tote oder Verletzte soll es laut russischen Angaben nicht gegeben haben. Zugeschaltet aus Moskau ist uns nun unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner. Christoph, nach ukrainischen Angaben hat Russland Odessa erneut mit Raketen und Kamikaze-Drohnen angegriffen. Was weißt du darüber? Was ist inzwischen bekannt? Ja, die Ukraine meldet, dass wohl das Zentrum von Odessa angegriffen worden sein soll. Und es sei da wohl ein Supermarkt beschädigt worden und auch ein Wohnheim. Es heißt, dass man 15 Drohnen abgefangen habe und auch 8 Kaliber Marschflugkörper der Russen. In der Regel ist es ja so, dass Russland in der jüngsten Vergangenheit die Hafeninfrastruktur von Odessa angegriffen hat oder Produktionsstätten für Seedrohnen, auch genannt Kamikaze-Boote, Truppenansammlungen, Waffenlager generell. Und man dementiert hier eben vehement jedes Mal zivile Ziele anzugreifen. Das heißt, es werden nur militärische Ziele angegriffen.
oder Ziele, die von den Ukrainern zweckentfremdet werden. Das heißt, wie zum Beispiel Wohnheime, aber dann eben dort Soldaten wohnen. Das ist immer die russische Lesart und an dem wird sich wohl auch heute nichts ändern. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung für die Angriffe hier aus Moskau. Ich möchte noch einmal das Stichwort Marschflugkörper aufnehmen, ganz explizit auch den Kaliber. Und da ist es ja so, dass die ukrainische Seite ganz explizit das Präsidialamt den Vorwurf geäußert hat, dass nach wie vor westliche Bauteile in diesen russischen Waffen verbaut werden. Hightech-Waren, Chips vor allem, auch aus Deutschland. Und dazu kann ich nur eines sagen, das ist ein altbekanntes Problem und daran hat sich einfach nichts geändert. Die Russen bekommen trotz Sanktionen de facto alles, was sie brauchen, über Drittländer, über komplizierte Lieferketten. Hier arbeiten ganze Teams daran, Waren zu besorgen, die auf Sanktionslisten stehen. Und der einzige Unterschied zu früher ist, dass all das, was Russland heute einkauft, auch im Chip-Bereich, einfach mehr kostet. Ins Unreine gesprochen, früher hat man 20 Euro für eine Ware bezahlt, heute kostet sie wahrscheinlich das Fünffache. Aber es wird eben trotzdem bekommen. Also man kann es trotzdem irgendwie ins Land reinholen und das geschieht eben vor allem über Länder in Asien, in Afrika und auch im arabischen Bereich. Ganz explizit steht hier im Verdacht auch China, die Arabischen Emirate, Kirgisistan, Kasachstan und auch die Türkei. Und da können jetzt auch deutsche oder britische, französische, amerikanische Chiphersteller reichlich wenig tun, weil diese Lieferketten eben extrem ausgeklügelt sind und die Russen nahezu alles dafür tun, an Waren heranzukommen, die sie selbst nicht herstellen können. Das heißt, auch die westlichen Sanktionen konnten also diesen Warenfluss nicht stoppen. Christoph, lass uns noch mal schauen auf die Situation an der Front. Vergangene Woche war es ja so, dass die Russen vor allem auch im Nordosten der Ukraine Druck aufbauen konnten. Wie sieht es dort momentan aus? Es ist so, dass der Vormarsch der Russen im Norden des Kriegsgebiets wohl einigermaßen gestoppt werden konnte durch die Ukrainer, vielleicht auch nur vorübergehend. Es heißt, dass die ukrainischen Streitkräfte dort auch im Raum Kupinsk gerade, also in der Provinz Kharkiv, Verstärkung hingeschickt haben und dass da fürs Erste, sage ich einmal, das größte Feuer gelöscht werden konnte. Im Süden des Landes, in Saporosche, üben die Ukrainer weiterhin großen Druck aus und es gibt da auch kleinere Erfolge, so zum Beispiel im Bereich Velika Novoselka, da gibt es südlich davon den kleineren Ort Urajaine und da konnten sich die ukrainischen Truppen wohl im nördlichen Bereich dieses Ortes festbeißen. Den südlichen halten noch die Russen. Also wir reden hier immer von kleinen Dörfern und kleinsten Schritten der Ukrainer, Kleinsterfolgen. Und das ist eben bezeichnend. Wir haben es mit einem Stellungskrieg zu tun und die Ukraine hat den einen oder anderen taktischen Erfolg, aber es fehlt eben dieser Durchschlag, dieser Durchbruch, auf den Kiew gehofft hat, auf den auch die westlichen Partner der Ukraine gehofft haben. Und daran hat sich auch in den letzten Tagen nichts geändert. Die Russen halten ihre Verteidigungslinien. Da hat sich wohl auch die Moral der Soldaten zu einem großen Teil verbessert. Die Russen haben auch weniger Probleme mit dem Nachschub und mit der Koordination. Also von daher sind das Verteidigungserfolge der russischen Streitkräfte. Und ein wichtiger Kommandeur hier, Alexander Hadakowski der russischen Garde, dieser Kommandeur, der sagt eben, dass man sich auf eine weitere Offensive vorbereiten werde, Kräfte sammle und für Russland das Ganze nicht getan ist mit Defensivaufgaben. Man wird auch wieder in die Offensive gehen. Christoph, vielen Dank für deine Einschätzung. Und zugeschaltet ist uns jetzt der Sicherheitsexperte und Politikberater Nico Lange. Schönen guten Morgen, wir grüßen Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Morgen. Herr Lange, wir beginnen natürlich mit einer aktuellen Meldung, nach der Russland seine neuen Atom-U-Boote mit Hyperschallraketen nachrüstet. Reichweiten sind da im Gespräch von bis zu 900 Kilometern. Welcher Einsatz ist für Sie denkbar und vor allen Dingen, welches Signal will Russland damit aussenden?
Ich habe den Eindruck, Putin versucht es gerade etwas mit Kraftmeierei. Er redet über diese U-Boote mit Hyperschallraketen. Es ist ja auch über eine Mondmission gesprochen worden in Russland. Also man versucht da Stärke zu zeigen. Man muss da, glaube ich, jetzt keine Angst haben vor russischen Atom-U-Booten mit Hyperschallraketen. Wir haben ja gesehen, dass die modernen Waffensysteme, die Russland in den Jahren zuvor präsentiert hat, bei Messen oder bei Paraden, dass die jetzt im Krieg überhaupt gar nicht verfügbar sind. Herr Lange, lassen Sie uns auch noch mal gucken auf die Taurus-Marschflugkörper. Nun hieß es eigentlich schon Ende letzter Woche, Deutschland erwägt, die nun tatsächlich an Kiew auch zu liefern. Nun hört man wieder nichts mehr davon. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch im Sommerinterview sich wie immer eigentlich ja zurückhaltend geäußert. Das heißt, hier geht Zeit ins Land. Es wird diskutiert hinter den Kulissen. Ist das Abwägen in Ihren Augen überhaupt sinnvoll oder ist das eine künstliche Frage, dass man Reichweiten nun noch mal einschränkt? Es ist etwas bedauerlich, dass wir durch solche Diskussionen die Bedeutung von Waffensystemen immer etwas überhöhen. Jetzt wird ja mittlerweile schon der Eindruck erweckt, als wäre das sonst was, wenn man diese Taurus-Marschflugkörper liefert. Eigentlich geht es ja darum, etwas zu tun, was die Briten und die Franzosen schon seit Mai machen, und dafür Sorge zu tragen, dass die Ukrainer Nachschub haben bei diesen Präzisionswaffen. Was die Reichweitenbegrenzung betrifft, finde ich, dass es keinen Grund gibt, der Ukraine zu misstrauen. Sie hat bisher immer die Bedingungen eingehalten, zum Beispiel mit Waffensystemen nicht russisches Staatsgebiet anzugreifen. Und die Geografie der Ukraine ändert sich ja nicht dadurch, dass wir Waffensysteme liefern. Also die Ziele in der Südukraine und auf der Krim sind genauso weit entfernt wie vorher auch. Der Wunsch aus der Ukraine ist ja laut hörbar auch in Deutschland an diesen Waffen. Wie würden Sie das einschätzen? Liegt es denn auch mit an Deutschland, dass Putins Angriffskrieg dann doch nicht so, wie erhofft, abgewehrt werden kann aus Sicht der Ukraine? Es ist schade. Deutschland liefert Waffensysteme, Munition, Ausrüstung, die einen Unterschied machen zugunsten der Ukraine. Viele Dinge, die für die Ukrainer sehr wertvoll sind. Aber durch diese Art von Diskussion entsteht immer wieder ein falscher Eindruck. Die Ukraine sagt, dass sie Taurus-Marschflugkörper braucht, weil sie ja mitzählt, wie viele Storm Shadow, Scalp EG sie verschießt. Und es geht darum, den Nachschub sicherzustellen, damit die Ukraine Marschflugkörper dauerhaft zur Verfügung hat. Taurus könnte dafür einen Beitrag leisten und es wäre gut, wenn das etwas schneller ginge. Nun gab es Analysen, Herr Lange, dass Russland insbesondere auch Ziele angreift, also Hotels, wo möglicherweise auch viele Zivilisten verkehren, wo Journalisten vorher gewesen sind. Ist das so, dass das eine explizite Taktik der Russen ist, dass man eben auch gerade von internationalen Personen dort auch die Handydaten analysiert und genau diese Ziele dann auswählt? Russland weiß, wo zum Beispiel Vertreter von Hilfsorganisationen, von den Vereinten Nationen, von internationalen Organisationen und auch internationale Journalisten immer wieder übernachten. Russland kennt diese Orte und das sind ja Zufluchtsorte, in denen sich auch Journalisten, auch von Welt-TV, von anderen Sendern, immer wieder mit ukrainischen Gesprächspartnern getroffen haben. Und diese Hotels anzugreifen und zu zerstören, das ist ein ganz klares Signal aus Russland. Es soll solche Zufluchtsorte nicht mehr geben. Es sollen auch internationale Vertreter eingeschüchtert werden. Wir kennen das leider aus dem Vorgehen Russlands in Syrien und hier passiert jetzt etwas ganz Ähnliches. Insofern sehen wir weiterhin eine Eskalation des gesamten Geschehens. Olaf Scholz hat im Sommerinterview gesagt, er ist für weitere internationale Gespräche, die eben zu einer Friedenslösung führen könnten oder den Weg dazu zumindest bereiten sollen. Aber wie realistisch ist das derzeit wirklich? Es gab Gespräche in Saudi-Arabien, die ich einen Schritt nach vorn fand, weil nicht nur die Gespräche in Saudi-Arabien mit über 40 Staaten stattgefunden haben, sondern weil auch Brasilien, China, andere dort waren, sich mit der Ukraine verständigen. Diese Gespräche sollen ja fortgesetzt werden. Man hört im Oktober in der Türkei. Und möglicherweise schafft das dann die Voraussetzung, dass man im internationalen Rahmen dann auch mit Russland sprechen kann. Die Signale aus Russland, Sie haben das ja eben gerade auch berichtet, dass Russland sich wieder auf neue Angriffe vorbereitet, sind allerdings nicht, dass Russland zu vernünftigen Gesprächen bereit ist im Moment. Umso wichtiger ist es ja, der Ukraine die militärische Unterstützung zu geben, sodass eine mögliche Bereitschaft zur Verhandlung auf der russischen Seite überhaupt erreicht werden kann. Also die weitere militärische Unterstützung, aber eben die diplomatischen Bemühungen um eine Friedenslösung auch nicht unterlassen, sagt Nico Lange, Russland- und Sicherheitsexperte. Wir danken Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne.
Und die Situation in der Ukraine beobachtet Paul Ronsheimer für uns, ist aktuell in Kiew. Paul, also Überraschungsbesuch heute von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Was ist bekannt? Was ist da heute geplant? Was für Gespräche? Ja, Christian Lindner trifft sich in diesem Moment mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Nachdem er hier angekommen ist und vom Botschafter empfangen worden ist, bespricht er mit Klitschko die Lage rund um die Hauptstadt. Der Blick von Klitschko auf die Front, das ist Thema jetzt. Dann trifft er natürlich den ukrainischen Finanzminister, um mit ihm darüber zu sprechen, was die weiteren Hilfen angeht. Deutschland hat ja über 1 Milliarde Euro, 1,2 seit Kriegsbeginn der Ukraine zur Verfügung gestellt. Da wird es auf weitere Hilfen ankommen. Dann ist auch möglicherweise geplant ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten. Ob er am Ende auch Präsident Zelensky trifft, das ist noch unklar. Das ist immer davon abhängig, wie die aktuelle Lage im Kriegsland gerade ist. Also Paul, Geld natürlich immer ein wichtiges Thema, aber ein weiteres großes Thema, was sowohl Kiew als auch Berlin beschäftigt, die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern eben an die Ukraine. Wie sieht man die Diskussion hier in Deutschland? Kanzler hat ja gestern noch mal gesagt, ich lasse mir da Zeit. Und denkt man da, bei den Deutschen immer erst bitten wir, dann dauert es, dann wird diskutiert und wir verlieren Zeit? Oder wie wird das diskutiert in der Ukraine? Absolut, so ist es. Also in der Ukraine ist man einerseits dankbar dafür, dass Deutschland so viel geholfen hat, Flugabwehrraketen, Leopardpanzer, aber man versteht nicht, warum der Entscheidungsfluss, also die Entscheidung insgesamt, so lange dauern. Christian Lindner wurde ja heute Morgen auch dann direkt auf diese Taurus-Entscheidung angesprochen. Das heißt, dieses Thema schwebt über allem. Auch wenn er dann eine Pressekonferenz mit dem ukrainischen Finanzminister gibt, dann wird man ihn auch wieder auf Taurus ansprechen. Es ist nicht zu erwarten, dass es da heute irgendeine Art von Entscheidung gibt. Aber, so höre ich, diese Entscheidung soll jetzt auch nicht mehr ewig hinausgezögert werden. Meine Prognose ist, die Taurus werden irgendwann kommen. Die Frage ist nur, wie und mit welchem Partner. Möglicherweise versucht Olaf Scholz immer noch, auch die USA zu bewegen, sozusagen gleichzeitig bekannt zu geben, dass sie Langstreckenraketen liefern. Ja, da wird es also wahrscheinlich auch wieder auf jedes Wort dann auch ankommen. Du wirst für uns ganz genau hinhören. Paul, danke, bis später. Bundeskanzler Olaf Scholz, Markus, der ist ja weiter auf Sommerreise. Letzte Woche ging es schon los, jetzt geht es weiter in Brandenburg. Er sieht im Ausbau von erneuerbaren Energien und der Stromnetze einen Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Dadurch werde auch die Stromerzeugung in Deutschland perspektivisch billiger, das sagte Scholz gestern Abend im ZDF-Sommerinterview. Ja, und da hat er sich auch noch geäußert, denn anders als die Wirtschaftsexperten und Ökonomen sieht er kein Schwächeln der deutschen Wirtschaft. Auch SPD-Chefin Saskia Esken warnte davor, die deutsche Wirtschaft in eine, wie sie sagt, Depression hineinzureden. Achim Unser mit den Einzelheiten. Auf seiner aktuellen Sommerreise macht sich der Kanzler vor Ort ein Bild über unsere Wirtschaft. Dass es um diese schlecht stehe, will Olaf Scholz nicht gelten lassen. Es laufe bald wieder besser. Ausländische Firmen, wie zuletzt ein taiwanischer Halbleiterproduzent, kämen schließlich nicht nur wegen der Subventionen nach Deutschland, die der Staat ihnen zahlt. Das ist eine bewusste Entscheidung dieser Unternehmen. Die sind nicht wegen der Subventionen, die es auch anderswo in der Welt gibt, gekommen. Wir dürfen auch gar nicht mehr machen, als was sie in anderen europäischen Ländern auch gekriegt hätten. Der Kanzler bekommt allerdings immer wieder zu hören, dass die Energiekosten in Deutschland zu hoch seien. Dadurch sei Deutschland als Wirtschaftsstandort zu teuer. Der Strom müsse für die Unternehmen vergünstigt werden, fordert deshalb auch die SPD-Chefin. Wir brauchen, ich habe es gesagt, eine aktive Wirtschaftspolitik. Wir müssen in Infrastruktur investieren und wir müssen für die Industrie und übrigens auch für den Mittelstand, der eben auch von Energiepreisen abhängig ist, einen Brückenstrompreis ermöglichen. Dauerhaft könne man Strompreise nicht subventionieren, meint aber Olaf Scholz. Aufgabe der Politik sei, das Stromangebot zu verbessern, zum Beispiel mit Windrädern. Der Kanzler will, dass bis 2030 4 bis 5 Windräder pro Tag an Land gebaut werden sollen. Doch bislang ist das eher ein Wunschtraum. Branchenvertreter klagen über die lähmende Bürokratie. Verkehrsminister Volker Wissing verspricht Besserung. Wir tun alles, um den Kollegen Habeck dabei zu unterstützen, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzubringen. Wir führen gute Gespräche, um überall dort, wo wir Bürokratienlasten abbauen können, diese auch abzubauen, damit die Genehmigungen schneller erteilt werden können.
Auf den Prüfstand soll auch das kommen. In Regionen mit viel Windkraft sind für die Stromkunden die Netzentgelte besonders hoch. Eine Regelung aus den Anfängen der Windenergie. Deshalb schlägt Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, vor, das jetzt fairer zu gestalten und die Preise dort zu senken. Bayerns Ministerpräsident Söder ist allerdings dagegen. Bayern hat bislang kaum auf Windkraft gesetzt. Und Dorothea Schupelius für uns zugeschaltet vor dem Kanzleramt. Dorothea, Olaf Scholz sagt ja, Deutschland sei auf Kurs, er sieht sich am Ruder. Wie ist das da mit der Selbst- und der Fremdwahrnehmung? Umfragen sehen das zumindest ein bisschen anders derzeit. Der Bundeskanzler gibt sich sehr selbstbewusst und sehr selbstbewusst werden auch große Probleme kleingeredet. Das kann man nicht anders sagen. Die Umfragewerte der AfD scheinen den Bundeskanzler erstmal kalt zu lassen. Er hat ja schon mehrfach eine Prognose abgegeben, dass er glaubt, dass man sich keine Sorgen machen müsse. Denn die AfD würde bei der nächsten Bundestagswahl mit dem gleichen Ergebnis rausgehen wie bei der letzten. Also mit 10%, müsste sich halbieren. Und auch auf andere Umfragewerte hat er wohl sehr gelassen reagiert. Es gibt nämlich ein ZDF-Barometer, das besagt, dass 73% der Deutschen den Bundeskanzler nicht für durchsetzungsfähig in seiner eigenen Partei und als Kanzler halten. Als Antwort darauf gab Bundeskanzler Olaf Scholz nur, dass diese Diagnose nicht korrekt sei und er habe sehr gute Entscheidungen in den letzten Monaten getroffen. Also Zwecksoptimismus wird hier an den Tag gelegt und konkret auf Fragen nicht geantwortet. Dorothea, lass uns aber noch mal gucken auf sein heutiges Programm. Denn bei der Sommertour geht es ja auch immer wieder um Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Ob die dann wirklich die Antworten auf die Fragen bekommen, die sie auch gestellt haben, steht noch mal auf einem anderen Blatt. Aber wie geht es heute für ihn in Brandenburg denn weiter? Olaf Scholz macht sich seine Markenkernthemen hier auch wieder zu eigen, also Energiewandel und Klimaschutz. Er besucht zum Beispiel den Sediner See, dort wird über die Problematik von Wassermangel gesprochen oder auch ein Energiewerk wird besucht. Aber es fallen zwei Dinge auf, die ich gerne einmal ansprechen würde. Ich habe ja schon erwähnt, dass der Kanzler sehr gelassen mit den Umfragewerten der AfD umgeht und diese nicht als Problem bezeichnet. Es fällt aber auf, dass er vor allem in den östlichen Teilen unterwegs ist und zwar genau da, wo die AfD am stärksten ist. Das ist Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Kanzler ist bei seiner Sommerreise nicht in Hessen und Bayern unterwegs. Da stehen ja Landtagswahlen an. Da ist aber die CDU noch stärkste Kraft. Sondern er bewegt sich eben genau da, wo die AfD am meisten an Stimmen gewinnt. Also könnte man vielleicht vorsichtig andeuten oder vermuten, dass der Kanzler doch nicht ganz so entspannt mit den AfD-Umfragewerten ist, wie er es an den Tag legt. Und auch ein wichtiger Punkt ist, dass er sich ein großes Thema, was die meisten in der Bevölkerung als ihren größten Sorgenpunkt momentan angeben, nicht zu eigen gemacht hat. Und das ist das Migrationsthema. Auf seiner Sommerreisenliste steht weder ein Flüchtlingsheim, noch die Grenzpolizei, noch die Bundespolizei. Also macht er hier nicht Raum für dieses wichtige Thema Migration. Ganz im Gegenteil, auf Fragen hat er auch dieses Problem klein geredet. Mikromanagement ist seine Antwort darauf. Und wenn man das mal zum Beispiel mit Friedrich Merz vergleicht, der ja auch eine Sommerreise hinter sich hat letzte Woche, der die Grenzpolizei in Bayern besucht hat, sich also dieses Thema zum Markenkernthema gemacht hat, um sich Wähler zu holen, dann muss man bei Olaf Scholz doch sagen, dass er da eben seine Wähler nicht anspricht, wenn er dieses Thema nicht ernst nimmt. Zumal er eben in Gegenden unterwegs ist, also im Osten, wo die Ministerpräsidenten seit Monaten Grenzschutz fordern und die Kommunen Überforderungen anmelden. Also auch hier übergeht er ein Thema, legt Zweckoptimismus an den Tag und wird nicht konkret bei Nachfragen. Dorothea, vielen Dank für die Einschätzung. Mindestens 140 Menschen sind an der Berliner Mauer getötet worden oder wurden Opfer des DDR-Grenzregimes. Mit dem Mauerbau, genau am 13. August 1961, wurden Millionen DDR-Bürger über Nacht eingesperrt. Armee und Polizei rissen Straßen auf, errichteten Panzersperren und Stacheldrahtzäune. Ja, das Ganze ist nun schon 62 Jahre her. Und eben genau gestern am Tag dieses Gedenkens wurde auch wieder an das Opfer und das Leid der Menschen erinnert und mit Blick auf die Gegenwart auch gewarnt. Alina Quast mit den Hintergründen. Roswitha Klekotka war damals in der Nähe des Checkpoint Charlie, als sie Schüsse hörte, dann Schreie. Sie gehörten zu Peter Fechter. DDR-Grenzsoldaten schossen auf ihn, als er versuchte, über die Mauer in den Westen zu fliehen. Roswitha Klekotka war damals 18. Die Erinnerungen lassen sie bis heute nicht los. Die Soldaten ließen Peter Fechter im Todesstreifen verbluten. Die Russen haben nichts getan, aber auch die Amis und die Deutschen haben nichts getan.
Ich habe ihn schreien hören, aber keiner war da, weder Ost noch West, um ihm zu helfen. Zum 62. Jahrestag des Mauerbaus findet an dem Ort, an dem der junge Mann starb, ein Gedenken statt. Augen und Zeitzeugen sind auch damalige Mitarbeiter von Axel Springer gewesen, wie der Leiter des Unternehmensarchivs erzählt. Als die Schüsse gefallen waren, ist man sofort ans Fenster gestürzt und hat rausgeguckt, was ist da los. Unser Betriebsarzt Willi Weitz ist mit einem Verbandskasten hergeeilt, hat Verbandsmaterial rausgenommen, was Polizisten rübergeworfen haben. Aber das war mehr oder weniger eine hilflose Geste, denn Peter Fechter war schon gar nicht mehr in der Lage, sich selbst irgendwie zu verbinden. Das Schicksal von Peter Fechter, der die Freiheit wollte und den Tod fand, ist eines von vielen. Alleine an der Berliner Mauer starben mindestens 140 Menschen. Der Mauerbau trennte Familien und zerriss ein ganzes Land. Der 13. August ist ein Tag des Erinnerns und Gedenkens. Anderes Thema jetzt. Wir blicken auf den Ätna, der größte aktive Vulkan Europas. Und es gibt faszinierende Bilder, denn er ist erneut ausgebrochen. Die Aufnahmen aus der vergangenen Nacht zeigen, wie der Berg Feuer speit und glühende Lava den Hang hinunterläuft. Der Ätna auf Sizilien ist ja 3.357 Meter hoch. Die UNESCO hat den Vulkan vor 10 Jahren in die Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht durch den neuerlichen Ausbruch, aber offenbar nicht. Die Bilder sind trotzdem spektakulär. Hier bei uns gab es heftige Gewitter, Blitze, vor allem in Süddeutschland örtlich auch Gewitter, Niederschlag, Regen und eben Blitze. In Unterensingen in Baden-Württemberg wurde am Samstag ein 35 Jahre alter Mann in einem Ausflugslokal getroffen von so einem Blitz. Er ist jetzt an seinen Verletzungen gestorben, seine Begleiterin schwebt noch in Lebensgefahr. In Norditalien hat es in der Nacht ebenfalls Unwetter gegeben, nämlich in der Nähe von Turin. Dort haben diese dann eine Sturzflut ausgelöst. Eine Schlamm- und Gerölllawine donnerte durch den Ort Bardonecchia. Der Schlamm spritzte meterhoch über eine Brücke, riss sogar Autos mit sich. Straßen und Wege mussten gesperrt werden. Verletzt wurde aber offenbar niemand. Nach den verheerenden Bränden auf Hawaii ist die Zahl der Toten mittlerweile auf 93 gestiegen und mehr als 2000 Gebäude wurden zerstört. Das US-Militär und die Nationalgarde helfen nun bei den Aufräumarbeiten. Die Lage hat sich laut Behörden mittlerweile zumindest etwas entspannt. Im Bezirk Maui seien immer größere Teile der Feuer unter Kontrolle. Rund um die Kleinstadt Lahaina seien die Flammen inzwischen zu 85% eingedämmt. Insgesamt sprechen US-Medien von den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte der Vereinigten Staaten seit mindestens 100 Jahren.